schon mal hinter die Ohren schreiben. Und wir schauen mal, was es werden könnte mit dem Eurovision Song Contest, wenn wir jetzt so richtig angreifen hier. Deutschland steckt in der tiefsten Krise seit Bestehen der Republik. Und damit ist keineswegs der Finanzsektor gemeint. Es geht um den größten Musikwettbewerb der Welt, den Eurovision Song Contest. Und der größte deutsche Erfolg liegt sage und schreibe 27 Jahre zurück. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Inzwischen sind wir mit unseren Beiträgen auf den untersten Plätzen angekommen. Es ist höchste Zeit, Deutschland aus diesem Schlamassel hinauszuführen. Eine Aufgabe von nationaler Tragweite. Er hat sich diese Aufgabe angenommen. Aber um das zu schaffen, brauchen er und Deutschland dich, deine Stimme, deinen Ausdruck. Aus diesen musikalischen Rohdiamanten wird er dann einen funkelnden Kronjuwelen schaffen, der unser Land beim nächsten Eurovision Song Contest vertreten wird. Er, ProSieben und das Erste suchen den Teilnehmer für Deutschland. Mach mit und werde unser Star für Oslo. Wenn du also herausragend singen kannst und das Zeug zu einem Superstar hast, komm zu uns, denn dein Land braucht dich. Wir meinen es ernst. Wir meinen es wirklich ernst dieses Mal. Und die genauen Bewerbungskriterien, die werden wir in den nächsten Tagen vorstellen. Wir werden auch die Castingtermine sagen. Eins kann ich schon mal sagen, wenn Sie jemanden kennen, der wirklich was drauf hat, ich meine wirklich was drauf hat, oder wenn Sie selber jemand sind, der wirklich was drauf hat und weiß, dass er wirklich was drauf hat und es nicht nur glaubt, ja, dann bewerben Sie sich bei uns. Wann und wie das geht, das werden wir Ihnen genau sagen. Wenn Sie jetzt nur ein bisschen hüpfen können und so eine Tussi sind, dann gehen Sie besser zu Deutschland sucht den Superstar, ja, oder zu das Supertalent. Also nur Hartz IV und Mundharmonika reicht bei uns nicht. Ja, so viel kann ich schon mal sagen. Einer kann leider nicht mehr mitmachen.